Kennen Sie, liebe Zuschauer, das Projekt Actus? Mir geht es so, dass ich darüber recht wenig weiß. Zum Glück aber interessiert sich unsere Michelle sehr dafür und hat einen Tag lang Studenten der FH bei dem Projekt begleitet. Das Tolle daran ist, dass man Menschen mit seinen Projekten helfen kann. Wir haben Menschen geholfen, Perspektiven in ihrem Leben zu entdecken. Wir haben Menschen glücklicher gemacht. Wir haben sowohl der Umwelt geholfen, als auch uns selbst. Man kann lernen, Verantwortung zu tragen und wissen, welche Rolle man in einem Team hat. Man lernt so Menschen kennen, lernt mit ihnen umzugehen, mit verschiedenen Charakteren und sie zusammen in einer Gruppe effizient zusammenarbeiten zu lassen. Um später eventuell auch Führungspositionen in meinem Unternehmen ausüben zu können. Es geht um ökologische, ökonomische und soziales Engagement junger Leute, die sich freiwillig und gerne engagieren möchten. All das umfasst Enactus. Es ist eine internationale, unpolitische und gemeinnützige Nichtregierungsorganisation. Sie ist für Studenten gedacht, die sich in Gruppen mit wirtschaftlichen Themen auseinandersetzen. Enactus Germany wurde 2003 gegründet. Seit 2004 gibt es die Organisation auch an der Fachhochschule Brandenburg. Ungefähr 40 Studenten aus dem dritten und fünften Semester treffen jeden Mittwoch im Hörsaal aufeinander und besprechen in 7 Gruppen ihre individuellen Themen und ihre Ideen. Eine der Gruppe trägt den Titel Nachwuchspool. Die Teammitglieder setzen sich mit dem demografischen Wandel und dem daraus entstehenden Nachwuchsmangel in den ansässigen Firmen in Brandenburg an der Havel auseinander. Wir sehen uns quasi als Schnittstelle zwischen Schulen, also Schülern, potenzielle Nachwuchskräfte oder Nachwuchs und den Unternehmen und versuchen dort Kontaktpunkte zu knüpfen oder herzustellen, dass die Unternehmen aus den Schulen quasi potenziellen Nachwuchs gewinnen können. Die Enactus-Mitglieder gehen also in Betriebe oder in andere Einrichtungen, um dort ihr Wissen und ihre Projekte weiterzutragen. So auch die Gruppe Cybermobbing. Sie organisieren Vorträge an Schulen. Diese Schulungen sollen Lehrern, aber auch Eltern die Gefahren des Internets und den Umgang damit näher bringen. Einige Projekte sind allerdings sehr theoretisch, weil sie noch in den Kinderschuhen stecken. Zum Beispiel das Zukunftsprojekt IT für Kamerun. Was habt ihr denn für Aufgaben? Was ist euer Projekt? Also unsere große Vision sozusagen für dieses Projekt ist es halt, in Deutschland IT zu sammeln, die noch funktioniert, gegen dieses Konzept zu wirken, dass die Industrienationen immer ihren Schrott nach Afrika bringen, sondern wir möchten wirklich funktionsfähige IT nach Kamerun bringen speziell und dort vor allem dafür sorgen, dass das Know-how auch transferiert wird. Das heißt, wir arbeiten mit FSJ-Land zusammen, die dafür sorgen, dass das Wissen sozusagen in Grundschulen, in Bildungszentrum direkt vermittelt wird und dass es sozusagen nicht nur die IP-Hardware da ist und das Wissen sozusagen verloren geht. Ihr Ziel? Ein Konzept, in dem FSJler und die Deutsche Kamerun-Hilfe zusammenarbeiten, um auch im Entwicklungsland einen technischen Fortschritt zu erreichen. All diese Projekte gibt es natürlich nicht umsonst. Jedes Jahr findet ein großer Wettbewerb statt. Dort werden dieses Jahr diese 3 Projekte präsentiert. Und das ist die nächstfolgende Station der Truppe. Die Enactus National Competition.